Jo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Overlord 2. Ja, im letzten Part haben wir ja ihr Arena-Part gemacht, ne? Wir müssten jetzt nur noch Runde 3 gegen den Satyr bestehen, den hätten wir alle bestanden. Und würden dafür denn auch noch einen Katalysator kriegen. So wie das momentan jedenfalls aussieht. Wenn man alle Runden bestanden hat, kriegt man dafür einen Katalysator. Ja, die zwei, beziehungsweise drei. Ich habe nämlich noch einen gehabt, habe ich gesehen. Das hatte ich mal offline geguckt. Setze ich jetzt kurz nochmal ein. Auf Minions-Stärkung. Und dann will ich nochmal kurz in die Schmiede. Gucken, was wir da so machen können. Wo ich mir jetzt mal eine stärkere Rüstung schmieden kann. Aber ich meine, jedenfalls ein oder zwei Schmiedesteine müsste es normalerweise, glaube ich, noch geben. So, jedenfalls will ich kurz hier nochmal die Katalysatoren einsetzen. Nicht hier. Und dann machen wir heute noch den einen Kampf da fertig. Ja gut, was heißt den einen Kampf? Ich will halt Minions farmen gehen. So. Das war, ne? Stärkt alle eure Schergen oder fügt mit eurer Schockwelle. Ja, das wollte ich machen. Haltet die Ausschau nach Katalysatoren, Herr. Diese großen Ja. Artefakte gehen irgendwie ständig verloren. Eure Schergen werden deutlich mehr gestärkt. Eure Schockwellenangriffe Sicht, wie richten jedoch stark eure weniger Zauber Schaden sind an. Ja gut, das ist und nicht was so ihr schlimm. benötigt, um sie aufzuwerfen. Nur geringer Schaden beim Schockwellenangriff. Dafür sorgt die Schergen Katalysatoren sind jedoch sicher für keine ein Zauber. Ihr könnt damit jedoch eure unglaubliches Blutbad. Fähigkeiten aufwerten, Herr. Ich kann die Frucht schon riechen, Okay. könnte aber auch Gunther sein. Könnte ich sogar nochmal aufrüsten. Okay. Einen kriegen wir ja jetzt noch durch den Arena-Kampf. Zauberaufwertungen sind Hätte ich das denn dauerhaft. auch schon auf Geld also 5? weiße. Bei Sagt denen ihr habe ich denn auch nicht, schon ich hätte auf euch nur belauscht? 1. Also 1. Das ist doch gut. Arbeitet Na, an muss ich eurer natürlich auch mal Magie. dran denken. Dass ich auch das auch mal mache, ne? Meine Schergen stärken. So, nochmal kurz in die Schmiede. Dann in die Arena. Ne? Und die letzte Satyr-Herausforderung machen. Die zweite, die war jetzt auch schon nicht unbedingt so leicht. Ne? Da hat er mal kurzzeitig die Minions denn da verzaubert. Da musste ich denn rangehen. Musste ich denn halt normalerweise alles wegmachen, was er da beschworen hat. Ja, dieses Lied, das hören wir uns dann irgendwann nochmal richtig von vorn bis Ende an. Nope. Naja. Naja, ihr habt es jetzt wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Also meine helle Seite hat fast komplett 100%. Viel fehlt da jetzt nicht mehr. Ja, ich meine jetzt auch das Letzte, was dazu zu 100% noch fehlt, ist halt die Königin Freya, oder wie sie heißt, zu unterwerfen. Ne? Nicht zu töten, zu unterwerfen. So, wir hatten zum einen den Wüterich, könnte man machen. Wir könnten den Berserker machen. Da würden uns dunkle Kristalle fehlen. Fehlt, was Gunther schmieden soll, Meister. Da könnte man noch den entfesselten Schnitter, könnte man auch machen. Sammelt weitere Schmiedesteine, Die Meister, damit Gunther Höllenrüstung. noch mehr schmieden kann. Das ist doch nicht wahr. Jetzt fehlen mir Schmiedesteine, ja. Und eine ganze Menge Fehlt, was Grüne. Gunther schmieden soll, Meister. Der Höllenherr. Na, den meinte ich halt. Vergrößert eure Schergenhorde und verbessert eure Eins für den Verteidigung. Overlord. Und ihr Ja. dachtet vermutlich, das ist nur ein Hut. Naja. Aber jetzt bin ich an Überlegen. Schergen opfern sich gern in der Schmiede. Den würde ich ja gerne haben. Das Schmieden Aber das hat würde mich seinen dann Preis, auch Meister. So sind die sehr viele Regeln. Grüne kosten.
opfern sich gern in der Schmiede. Das heißt, wir bräuchten noch sehr viele von diesen scheiß Kristallen. Blöden Schmiedekristallen. So viele wunderbare und tödliche Dinge zur Auswahl. Alles in Gunthers Waffenkammer. Na, ich weiß aber nicht. Wählt, was Gunther schmieden soll, Meister. Sorgt für die Hülle auf Erden. Fürchtet diese Angst nicht. Es reicht, wenn eure Gegner dies tun. Diese teuflische Axt raubt die Gesundheit. Ah, deswegen so teuer. So viele wunderbare und tödliche Dinge zur Auswahl. Alles in Gunthers Waffenkammer. Ja, ich bin ja mehr so ein Axt. Die Schmiede ist vorgeheizt. Und der könnte wahrscheinlich die Gegner in Flammen versetzen. Mit seinen giftigen Stacheln bietet euch dieser Morgenstern die Möglichkeit, euch richtig auszutoben. Diese bösartige und blutrünstige Schwert erhöht euren Mana-Vorrat, wenn er einen Gegner damit tötet. Schergen opfern sich gern in der Schmiede. Für den Overlord, der im Zentrum eines Wirbelsturms der Zerstörung stehen möchte. Schergen opfern sich gern in der Schmiede. Güterlich. Dieses flinke Schwert wurde mit Dracheneingeweiden geschmiedet und wird auch zusätzlich Feuerschaden. Ja. So sind die Regeln. Gut, ich weiß jetzt aber nicht, ob das wirklich Feuerschaden. So viele wunderbare und tödliche Dinge zur Auswahl. Alles in Gunthers Waffenkammer. Schergen opfern sich gern in der Schmiede. Raubt Gesundheit. Schergen opfern sich gern in der Schmiede. Ja, komm. Eieiei. Naja. Na, ich bin ja mehr so der Axtkämpfer, nicht so der Keulen- oder Schwertkämpfer. Da verliere ich jetzt zwar alle meine Elite. Grün, aber naja. Tja. Das ist, glaube ich, auch mitunter die stärkste Axt, die man haben kann. Ja, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob es noch mehr Schmiedesteine gibt. Ne? Als die drei. Ich meine, drei hatte ich gefunden. So, und jetzt haben wir den. Scheiße, jetzt habe ich den Namen auch schon wieder vergessen. Haben wir diese Axt. Jedenfalls zwei haben wir, ne? Zweier? Ne, Dreier. Und ich hatte die drei. So. Was haben wir noch an Geld? 15.000. Könnten theoretisch noch was herstellen. Für die Rüstung ist klar. Da haben wir natürlich nicht genug. Ja, ich meine, und das müsste normalerweise die stärkste Rüstung, glaube ich, schon fast sein. Ja, aber da fehlen mir jetzt halt sehr viele Dingens zu. Das Schmieden hat seinen Preis, Meister. Nee, ich will jetzt erstmal gucken wegen den anderen hier. Wegen den Schergen ausrüsten. Da wollte ich nämlich auch unbedingt mal nachgucken. Zum einen die Roten können wir noch aufrüsten. Können wir auch mal machen. Roten sind jetzt stärker, Meister. Dann können wir die Grünen noch aufrüsten. Machen wir auch mal. Grünen sind jetzt stärker, Meister. Erfolg freigeschaltet, Baumeister. So, Blauen Stufe 1. Ja, natürlich. Eure Blauen sind jetzt stärker, Meister. Und Blauen Stufe 2. Sind jetzt stärker, Meister. Die Roten Stufe 3 könnten wir auch noch. Eure Roten sind jetzt stärker, Meister. Und dann nehmen wir das noch. Eure Grünen sind jetzt stärker, Meister. So. Dann hätten wir jetzt fast alle Bauten noch auf 4. Bis auf den blauen Bau. Nee. Sind die Minions somit auch wieder ein bisschen stärker.
Ja, sorry, dass das jetzt halt so ein bisschen hier ist. Aber ich will jetzt doch nochmal kurz in die Schergenhöhle nochmal zurück. Aber jetzt haben wir jetzt schon mal eine... Ich weiß es nicht, ob das die stärkste Waffe ist. Ob es halt noch Schmiedesteine gibt, das weiß ich nicht. Jo, jetzt kurz nochmal in die Schergenhöhle. So gut wie alle Braunen noch beleben, die ich beleben kann. Wieder zurückholen kann. Na komm. Naja. Gut, das hätte ich offline machen können. Ja, ist ja gut. Na, aber eigentlich hatte ich ja noch vor den Satyr-Kampf. Den wollte ich eigentlich heute auch noch einpacken. Auch wenn es ein kleines bisschen länger wird. Ja, wenn ich das denn hier gleich fertig habe, dann gehen wir halt in die Arena. Ja, das würde ich denn sowieso wieder ein bisschen speeden gleich. Denk mal, ab jetzt würde ich dann halt wieder so ein bisschen speeden. Also doppelte Geschwindigkeit. No. Der Tod ist euer Freund. Okay, habt's ja gesehen. Alle braunen, alle roten und alle grünen. Ja, gut, grünen jetzt nicht, aber. Habe ich ein paar blaue verloren? Grünen müssen wir halt noch eine ganze Ecke. Ja, seht ihr ja. Aber grüne habe ich ja jetzt sowieso schon so wenig. Schergen sterben gerne für ihren Meister, sogar mehrmals, wenn nötig. Ne, blaue haben wir nicht. Gürtel. Ja, denn jetzt nur noch die Grünen, die wir wiederbeleben müssten. Aber das ist momentan sowieso ein bisschen Mangelware für meine Waffen und Rüstung. Bräuchte ich sowieso auch eine ganze Menge Grüne. Naja. So, wie gesagt, also ich packe euch jetzt noch den Satyr-Kampf rein. Ne? Das hatte ich ja versprochen, das machen wir auch in diesem Part. Ne? Wird der Part ein kleines bisschen länger. Aber, naja. So. Ne, komm. Wir haben jetzt zwar keine stärkere Rüstung, aber naja gut, wir haben eine stärkere Waffe, ne? Die uns Gesundheit zurückbringt. Das hatten wir ja in Overlord 1 ja auch schon gehabt. So eine Waffe, die den Gegner halt Lebensenergie raubt. Ne? Naja. So. Regel Nummer 1 lautet, nicht nach unten sehen. Wie gesagt, die Herausforderung will ich jetzt auch noch machen. Aha. Ne, komm. Gut, vielleicht wird das auch gar nicht so lang, wie ich mir eigentlich denke. Ja gut, dafür jetzt nur 10 braune, aber für diesen Kampf sind, glaube ich, braune nicht so gut.
Da sind eigentlich eher die blauen eigentlich schon besser. Ne, dann schauen wir doch mal. Naja. Meine Musik schafft neues Leben. Genau so tanzt ihr kleinen Tanz. Jetzt tanzt ihr für mich. Naja. Jetzt fühlt die Musik, schuppige Wesen. Fühlt die Musik, schuppige Wesen. Hä? Hast du noch was? Spielt mit meinen Schergen! Nektar macht mich stark! Ja, das können wir ja jetzt schon. Nee, mach noch mal das, okay. Jetzt könnte aber wieder das andere machen. Doch nicht. Naja, gut. Magische Geschöpfe, kommt herbei! Selbst Mutter Natur liebt meine Lieder. Blöde Tusse, das kann nicht sein. Ja, und dann auch noch Einhörner. Ja, doch. Ja, hilft doch schon, ganz schön, ne? Ja, so also langsam werden meine Minions doch ein bisschen. Die Welt wird wieder tanzen. Alter. Das ist natürlich jetzt richtig blöde, ey. Die tanzen sich da ein zurecht und lassen sich hier von den Gegnern platt machen. Nach und nach. Halt die Fresse da jetzt. Meine Herren, das kann nicht sein hier, oder? Zucke, ey. Genauso schlimm hier. Kommt herbei. Hört die Musik, schuppige Wesen. Natur liebt meine Lieder.
kann nicht wahr sein. Ja, doch, der Kampf ist ganz schön heftig, ja. Selbst Mutter Natur liebt meine Lieder. Tanz mit mir, tanz mit mir. Warum ist diese blöde Tucke? Meine Herne! Jetzt habe ich nur noch grüne, nur noch blau und rote. Na gut, einen grünen habe ich auch noch. Ja, aber die sind eben auch nicht so stark. Nur komm, seh zu da. Das hat natürlich jetzt ganz schön viel Leute gekostet, Ja, na endlich. Und der Satyr ist vernichtet. Knöpfe, du bist jetzt wieder die Lärmquelle Nummer 1. Amateurmusiker. Yay. Ich wollte schon sagen, will das keiner haben? Naja. Eieiei. Das war ganz schön krass, Na, ich hätte mich ein bisschen besser anstellen können, aber naja. Ja, Leute, haben wir das geschafft? Vorläufig erstmal die Arena komplett abgeschlossen. Nee? Regel Nummer 1 lautet, nicht nach unten sehen. Und der Satyr ist jetzt ganz weg. Ja gut, der kann auch wegbleiben. Uri. Ja, Leute, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute. Und willkommen auf meiner Endcard. Im oberen Bereich kommt ihr jeweils zum vorherigen Part, zu meiner Playlist und zum nächsten Part. In den unteren linken Bereich kommt ihr jeweils zu Twitter und Facebook. Falls ihr Lust habt, könnt ihr immer vorbeischauen. Des Weiteren ist da mein Sendeplan, obwohl der Uploadplan steht. Naja, da könnt ihr jedenfalls sehen, wann eure Lieblingsfolgen, zu welcher Uhrzeit und an welchen Tagen läuft in den 2 Wochen. Ganz unten rechts kommt ihr zu meiner Let's Play Übersicht. Dort findet ihr alle Projekte, die ich momentan geplant habe und die definitiv irgendwann laufen werden. Ja, das soll es auch schon sein mit meinem Gequatsche. Freut mich, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, ihr habt weiterhin Lust an diesem Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.